Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Vendettas Woche. Ich hoffe, das war 57. Ausgabe. Ich gucke mir mal kurz an. 56. war die letzte, genau. Ich möchte auch nicht viel Zeit verstreichen lassen, weil in der vergangenen Woche war ich, in der vergangenen Woche, gestern, am Sonntag, hatte mein Luther Taufe und deswegen nehme ich die Vendetta Woche heute am Montagabend auf. Weil, ne, könnt ihr euch vorstellen, bei so einer Feier hat man nicht allzu viel Zeit für sowas und sowas geht natürlich vor. Ich nehme das jetzt zum ersten Mal auf mit dem neuen Headset und der Kamera und mal gucken, wie die Qualität am Ende ist. Wir beginnen mit Fabuland, der in der letzten Vendetta-Woche geschrieben hat. Natürlich habe ich recht. Die hatten auch keine Fensterheber, sondern so eine Fensterluke oder Außenstellfenster. Da geht es um den DeLorean. Wegen der Bauweise musste das gemacht werden. Kenne einen, der hat einen aus USA importiert und der lässt mich damit nicht fahren. Heul. Die Sounds beim schnellen Wiki-Lesen waren stellenweise echt lustig. PS, ja, ich hatte schon mal geschrieben, konnte man sehen, dass dir der Name bekannt vorkam. Du wolltest ja lieber Pokémon zocken. Ich krieg dich bei Arma 3 irgendwann. Okay. Loki Black hat geschrieben, gutes Video. Der Livestream war sehr geil und danke, dass ich auf dem TS mit durfte. Liebe Grüße, Loki. Ja, der Loki war beim Livestream, bei dem DayZ-Livestream war der da. Und wir haben den einfach dann mal die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde durfte er mal mit ins Teamspeak kommen. Also guckt euch echt mal diesen Livestream auf Twitch an. Spot9966 hat geschrieben, es ist immer wieder verwunderswert, wie viele Spiele du bei Steam hast. Wie viel Euro hast du circa für die Spiele ausgegeben? Da habe ich mich schon drauf vorbereitet, weil die Nachricht habe ich circa vor einer Woche, hier steht es auch, vor einer Woche gelesen. Und zwar, es gibt diesen Steam-Kalkulator. Ich habe den mal auf Vendetta's Homebase, das muss ich mal kurz schließen. Vendetta's Homebase habe ich das schon mal hochgestellt, dieses Ding. Das ist, wann waren das? Am 23. Mai. Und wenn man das kalkuliert, sieht man hier oben den Betrag. Usch. Und ihr könnt einfach von jedem das Profil hier einfach eintippen. Und dann könnt ihr das hier in Euro. Das ist ein Tier 2. Was habe ich denn jetzt gemacht? 2900. Wo ist der Unterschied zwischen Euro 1 und Euro 2? Ist da irgendwie 76 ist dahinter? Macht 20 € aus. Keine Ahnung, was das ist. Was ist ein Tier 1, Tier 2? Ich weiß es echt nicht. Ist ja auch egal. Und da kann man hier die ganzen Spiele sehen, was die gekostet haben, beziehungsweise was die zurzeit kosten. Das ist ja immer so ein Ding, ne? So, Grand Theft Auto habe ich sicher nicht für 19 € gekauft, sondern für mehr, glaube ich. Also, es sind immer nur leider die aktuellen Preise und natürlich sinkt sozusagen auch mein Steam-Account. Ah, hier, ganz unten, das letzte Spiel, war Evolent, was ich gekauft habe. Und Postal. Company of Heroes? New Steam Version? Free, no price? Hä? Ich habe das gekauft. Ist ja auch egal. Fakt ist, guckt einfach mal bei Facebook vorbei, bei Vendetta's Homebase. Da könnt ihr eure Steam-Accounts selber mal ausrechnen und schreibt so einfach mal unter die Kommentare, was ihr dabei rauskriegt. Vielleicht auch mit eurer Steam-Nummer. Ne? Also als Beweis. Man kann ja locker da hinschreiben 5.000 €. Das glaubt ja kein Mensch. Also bei mir sind es 3.000 €. Hulk LP hat geschrieben. Oder wird es H4? Ne, es ist wahrscheinlich Hulk LP. Ja, hab auch CBS, also Computerbildspiele. Die Vollversionen sind super und teste das mal. Ich wollte auch schon mal reinschauen, aber so viel Vollversion, wie man da bekommt, kann man gar nicht spielen. Wenn du das testest, dann schaue ich mal, ob mir das gefällt, mach weiter so Daumen hoch. Was er damit meint, ist das hier. Wildlife Park, da kann man es sehen. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, weil ich darüber gucke. Ich habe seit neuestem einen zweiten Monitor, das kann ich mir zeigen kurz. Hängt ein bisschen. Woran hängt's? Ist auch egal. Kann man hier so um die Ecke? So, und da hinten sieht man den zweiten Monitor. Jetzt sind hier zwei so nebeneinander. Das Kabel ist ein bisschen kurz, merke ich gerade von der Kamera. Das ist Kacke. Läuft. Läuft. Zweiten Monitor, deswegen kann ich da drüben gucken.
ob jetzt endlich was in der Kamera genau drin ist, ohne dass ich es auf diesem Monitor, den ich jetzt hier aufnehme, sehen muss. Das Schöne ist auch, für den nächsten Livestream bin ich endlich mal vorbereitet. Ich kann zocken und kann dann da den Chat machen, ne? Auch eine geile Nummer. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Oder halt, wenn ich meine Videos schneide, dass ich nebenbei auch noch Serie gucken kann oder so. Sonst habe ich immer 3-4 Fenster aufgehabt, habe dann die Serie so klein gehabt und nebenbei gearbeitet. So ist das voll angenehm. Ich bin so Multitasker, ja. So einfach läuft bei mir nicht. Also, ja, Wildlife wollte ich ja was zu sagen. Ich war ja auch, ich war doch vor 2 Wochen war ich im Serengeti-Park und das Video ist in Bearbeitung, keine Sorge. Und Wildlife habe ich extra mit hochgenommen, um das halt mal zu testen. Und das werde ich dann, also ich mache das Serengeti-Park-Video und dann gibt es Wildlife Park 3 hinterher. Dann hat Hulk LP noch geschrieben, mit ein paar Wochen lagst du nicht falsch. Kann aber auch nochmal 2 Monate dauern. Kanaldesign gefällt mir auch. Dazu kann man sagen, der Dean Hall hat jetzt erst vor kurzem wieder was Neues gesagt, dass er sich irgendwie von Teilen von DayZ zurückzieht. Was war denn das? Wo hatte ich denn das gelesen? Ich hab's vergessen. Weil man für manche Sachen jemanden mit einem Skalpell braucht und er ist mehr eine Granate. Also, was den Schaden wohl angeht. Wann DayZ Standalone jetzt rauskommen wird, man weiß es nicht. Also wann hundertprozentig. Es kann ja auch sein, dass es wieder verschoben wird. Warten wir es mal ab. Don Luca hat geschrieben. Ach ja, und ich habe mal gegoogelt und auf sehr, sehr vielen Seiten wegen DayZ nachgeschaut. Richtig ausgesprochen wird es DayZ. Erklärung, DayZ Tag 0, wobei Day für Tag und Z für Zero, also 0. Und Zero spricht man Zero aus. Und dafür die Abkürzung ist halt Z, wie Bro die Abkürzung für Bruder oder Brother ist. Also Day Z ist eigentlich falsch, es hat sich nur so eingeführt. Day Z ist grammatisch korrekt, da man das Z in Amerika, kommt aus USA, Z ausspricht, MFG. Was rede ich denn schon wie lange? Wie lange spiele ich jetzt DayZ? Seit Juni letzten Jahres. Also seit über einem Jahr spiele ich das. Und diese DayZ, DayZ-Sache. Dann ist hier ein Kommentar entfernt. So, das gleiche wieder oben. Wir lesen aber dann halt mal das andere durch. Oder wo ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Warum hast du das? Achso, weil du es 2-mal vielleicht abgeschickt hast. Wie findest du eigentlich World of Tanks oder Assassin's Creed? Nicht, dass du es Let's Playen sollst. Ich mag Twitch nicht so. Livestream.com ist da schon besser. Zudem, dass du ja auch nicht den Chat sehen konntest. Und wir eine Stunde später auch nicht mehr. Cool ist, wenn man ein LP über alte Shooter macht. MOA, COD 1, Battlefield 1942, MFG Luca. Sehr lustig, dass du Battlefield 1942 erwähnst, weil da habe ich echt drüber nachgedacht, das mal zu spielen. Da hätte ich richtig Bock zu. Ohne Flachs. Könnte ich mir vorstellen, dass der Pon und der Halunke vielleicht mitmachen würden. Die sind auch so alte Zweite Weltkriegs-Shooter-Fans. MOA, ja, was soll ich zu MOA sagen? Wie finde ich MOA? Mit MOA hat alles bei uns angefangen, mit dem Impuls-Clan. MOA war das Spiel, also Medal of Honor Elliot Assault. Nicht Alien Assault, sondern Elliot. Großartig finde ich das. World of Tanks habe ich mal mit dem Ponne zusammengespielt, der hat es mir erklärt. Ich finde es an und für sich nicht scheiße, aber ich finde die Mechanik vom Schießen finde ich total doof, denn wo du mit dem Fadenkreuz hinziehst, da triffst du auch. Und anders als bei einem Battlefield, da musst du ja höher ziehen, um diese, wie heißt denn das, Kollegiales Kraft, also die Anziehungskraft der Erde, wenn die Kugel dann halt abfällt. Sprich, wenn ich jetzt alte Panzer. NP-Feuerzeug, ne? NP-Feuerzeug ist ein Panzer. So, und das Grüne, auch wenn es größer ist fast als der Panzer, ist die Kugel. So, jetzt brauchen wir noch was. Brauchen wir hier Mr. Prittstift ist ein gegnerischer Panzer. So, und wenn der gegnerische Panzer jetzt hier ist, ja? So, jetzt lasse ich mal den Panzer fallen. Ja, dann muss ich ja auf die Entfernung ein bisschen höher zielen, weil das Geschoss geht ja dann irgendwo runter und dann treffe ich. So, und bei World of Tanks ist das so, ich habe hier das Fadenkreuz und ich treffe. Ja,
Da muss man, also jedenfalls war das so, ich weiß gar nicht, wann ich das gespielt habe, ist sicher auch schon ein halbes Jahr her. Aber so war das damals, du musstest nur gerade zielen. Und ich habe immer erst mit dem Fadenkreuz rüber gezielt, weil ich dachte, ne, das Geschoss muss ja auch ein bisschen fliegen. Aber du schießt und triffst. Und das mag ich eigentlich nicht so. Und dann, oh, dieses ganze Abgebücke in irgendwelchen Büschen und, ach, weiß ich nicht, da fehlt mir ein bisschen was. Aber es ist ja ein nettes Spiel und es ist, glaube ich, eines der erfolgreichsten Free-to-Play-Spiele. Also von daher, das hat auf jeden Fall seine Berechtigung, das Spiel. So, jetzt habt ihr gar nicht mitgekriegt, wie ich ein Lied weitergeklickt habe, weil das einfach gerade nicht gut ging. Master Lee hat geschrieben. Master Lee hat geschrieben. Woho! Who ist das mit dem Paco und so? Das war ich. Und zwar auf Facebook. Stimmt, Master Lee. Stimmt. Also es geht dort um Hitman Absolution. Entschuldigt. Hitman Absolution werde ich ja live streamen. Wann, wie? Guckt einfach bei Facebook rein. Ich werde das relativ spät ankündigen. Also sprich, ich werde es ankündigen und wahrscheinlich dann 2, 3 Stunden später lege ich dann los mit dem Livestream. Also immer mal bei Facebook reingucken oder bei Twitter. Ich glaube, bei Twitter könnt ihr das auch sehen, Alex Vendetta, Twitter. Wenn ihr lieber Twitterianer seid. Fühle mich geehrt, dass dir meine Comments etwas gefehlt haben. Ja, sehr. Vielleicht steigt die Aktivität in den kommenden Wochen mal wieder. Ansonsten ist es wieder eine gelungene Vendetta-Woche. Das mit der CBS, ich finde, auf den DVDs sind nur selten gute Games. Ist aber eher Geschmackssache. Und das mit deinem Headset-Verschleiß, naja, ich kaufe mir im Jahr auch dreimal so viele Headsets wie Schuhe. Ich fühle mit dir. Ist einfach so. Das hier, muss ich sagen, bis jetzt noch nicht scheiße. Wer das Trials-Video nicht gesehen hat, da habe ich das ja getestet, aber da war ein Fehler drin. Und zwar war mein Sound irgendwie komisch eingestellt beim Aufnehmen. Und das war halt Kacke. Jetzt dieses Mal müsstet ihr eigentlich richtig hier den Sprachsound hören. Ich kann es aber hier auch nochmal kurz zeigen. Das Coole an dem ist, es gibt an der Schnur gibt es keinen Schalter. Und zwar hier mache ich leiser, so mache ich lauter, so mache ich leiser. Das ist relativ intuitiv. Laut, leiser, laut, leiser. Und muten geht folgendermaßen, nämlich so. Ich hier das runterziehe, dann hört ihr mich wieder. Das heißt hier, ich höre es hier so leicht klacken, so klack, und es ist gemutet. Und wenn ich es wieder runterklacke, kann ich wieder reden. Jetzt trotzdem ein Stück höher. Ja, nimmt auf, hat ja auch nicht geklackt. Und dann hat Hulk LP noch was geschrieben. Man spricht es zwar DayZ aus, aber geschrieben wird es DayZ. Aber egal, eine DayZ-Woche war doch erst. Von DayZ kann man zwar nicht zu viel bekommen, aber zu oft ist auch nicht so gut. Ach so, das war die Antwort auf Matthias Baumgartner, der geschrieben hat, wann kommt eine DayZ-Woche? Also, lieber Matthias Baumgartner, ich erkläre dir das mal folgendermaßen. Da rufen wir mal hier die Vendetta zockt auf. So, der Vendetta zockt hat jetzt den zweiten Part der 10. Staffel hochgeladen. Oh, jetzt habe ich es ein bisschen zu laut, die Mucke. Das war jetzt am Samstag, ne? Ja, vor 2 Tagen, genau. Am Mittwoch kommt Folge 3, an dem darauffolgenden Samstag Folge 4 und an dem Mittwoch kommt Folge 5. So, dann vergehen ein paar Tage, bis dann Montag ist und dann gibt es wieder eine komplette Staffel. Also immer bis Folge 5 gibt es die so ja, 2 Folgen pro Woche und dann gibt es immer eine DayZ-Woche. Weil ich weiß, ihr steht ja voll auf diese DayZ-Wochen. Das weiß ich, aber ich brauche die Zeit zum Aufnehmen. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von dieser Vendetta-Woche, nämlich Impuls sucht Mitspieler. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar so 3, maximal 4 Leute können sich bei uns bewerben, um bei DayZ mitzuspielen. Und zwar, wir möchten, oder das haben wir so ein bisschen vor, einer der stärksten Clans auf dem Server werden. Nein, das schaffen wir einfach nicht, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber wir möchten auf jeden Fall noch ein paar Member dazu gewinnen, damit wir auf jeden Fall Leute haben, die auch dann halt konstant spielen. Unser Problem ist ja, da mache ich ja kein Geheimnis draus, wir sind alle berufstätig. Oh Gott, heutzutage noch, ey. Boah. Ja, alle berufstätig, haben wenig Zeit und spielen demnach auch nicht so viel. Wir versuchen es halt immer, aber kriegen wir auch nicht hin. Aber wir brauchen unbedingt mal ein paar Member, die sich halt auch täglich auf dem Server blicken lassen würden. So, aber natürlich
ist das mit Einschränkungen. Jetzt alle 12-Jährigen und 13-Jährigen, die bis jetzt gemacht haben, tut mir leid, der Server ist ab 18. Und damit das mit uns auch ein bisschen besser harmoniert, wäre es schon cool, wenn ihr 24, 25, 26 so in dem Dreh seid, damit wir ungefähr eine Basis haben. Okay, jetzt kann jemand sagen, ich bin 18 und genauso reif wie ein 26-Jähriger. Genauso kann ein 26-Jähriger so unreif sein wie ein 12-Jähriger. Das ist mir bewusst. Aber es wäre schon gut, wenn ihr ungefähr mit uns ein Level habt, wenn ihr DayZ kennt, wenn ihr, ihr müsst mir jetzt nicht aufzählen, wie viel Schuss ein 1911er hat, ja, oder wie viel passt in ein Makarov-Magazin oder wie viele Plätze nimmt ein Zelt weg, ja, sowas müsst ihr mir nicht beantworten, sondern ihr müsst einfach mal ein bisschen Plan haben, ihr müsst Bock auf uns haben, also, ja, ihr müsst auch Bock auf den Pseudo haben, der ist böse. Nein, aber auf Pseudo, Redguard, Halunke, Ponne, ja, ihr kennt die ganzen Leute ja auch von den Videos. Wenn ihr mit deren Stil klarkommt, dann seid ihr vielleicht ganz richtig bei uns. Wir suchen, wie gesagt, aktive Member. Wenn ihr mal reinschauen wollt bei dem Löwenherz-Server, ja, wenn ihr einfach mal selber sagt, nee, Impuls vielleicht nicht, aber ich möchte gerne auf diesen Server, dann habt ihr jetzt zurzeit richtig, richtig viel Glück, denn es wurden mehrere Teams gekickt, weil die gegen Regeln verstoßen haben. Ich habe ja mal erzählt, das ist schon eine ernsthafte Sache, auf dem Server zu spielen. Und da wurden halt Teams rausgeschmissen und jetzt ist wieder Platz auf dem Server. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, wir sind jetzt auch 5, 6 Leute, wir haben die Videos beim Vendetta gesehen, das ist was für uns, wir möchten da gerne spielen, dann tut es. Es sind jetzt, glaube ich, oh, ich will nicht lügen, 2 Basen frei oder so. Und selbst wenn ihr keinen Clan habt, wenn ihr nur alleine unterwegs seid, könnt ihr trotzdem auf dem Server spielen. Ja, ich meine, auf jedem anderen Server, wenn ihr alleine unterwegs seid, da habt ihr ja auch keine Basis, ne? Da versteckt ihr euch im Wald und habt ein Zelt. Nur hier habt ihr halt diese ganzen Besonderheiten und habt auch die Möglichkeit, mit besonderen Skins rumzulaufen und. Also nutzt es. Wie gesagt, beim Server ist jetzt gerade Platz und bei Impuls ist auch Platz. Also schreibt einfach eine Bewerbung unter dieses Video und dann kann man ja vielleicht mal ein bisschen im TS quatschen und vielleicht der eine oder andere von euch hat Bock, bei Impuls, bei DayZ mitzuspielen und dann möglicherweise in Staffel 12 oder 13 dabei zu sein. Die Möglichkeit gebe ich euch. Wie gesagt, nicht für Leute unter 18 Jahren und bei Leuten, wo wir uns ganz unsicher sind, also sprich, kommt ins Teamspeak und sagt, ja, ich bin 33. Glaub kein Schwein. Ja, dann müsst ihr Gesichtskontrolle über Webcam. Und da hilft es auch nichts, euren Vater hinzusetzen. Nein. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich habe aufgerufen, meldet euch bei mir, wie es mit Livestream, wann Wildlife Park, das kommt irgendwann die Woche. Ach ja, Mensch, eine Sache habe ich noch vergessen, fällt mir gerade ein. Video Manager, und zwar Dishonored ist wieder da. Ich weiß, Dishonored läuft immer nicht so gut, aber die Leute, die es geguckt haben, haben es gerne geguckt und es ist halt jetzt wieder da. Da steht es auch, es geht weiter. Die anderen Parts werden jetzt bald online gehen. Ich muss mal gucken, vielleicht auch, dass Mittwoch nochmal ein Part mit online geht. Freut euch also drauf, das Spiel wird auf jeden Fall fertig, let's play it. Und ja, wenn ich was vergessen haben sollte, dann tut es mir leid. In diesem Sinne, haut rein und bis dann. Ciao, ciao.